Jawohl, und damit willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Greyhill Incident auf der PlayStation 5. Ja, ein Alien-Invasions-Horror-Survival- oder Survival-Horror-Spiel, so rum heißt es ja eigentlich. Ich habe mich da lange drauf gefreut. Ich habe bis jetzt nur Videos von der Demo gesehen, die es ja mal gab. Und halt die Trailer, die es so gab. Und ich dachte mir, egal, es sieht eigentlich ganz cool aus. Ja, endlich mal ein Horrorspiel, wo es nicht um Zombies geht, sondern ich stehe persönlich total auf diesen Alien-Scheiß, finde ich super cool. Und ja, ich würde sagen, reden wir nicht lange rum, sondern starten direkt ein neues Spiel. Backyard next to our dog last night. When my husband came out with his gun, the unknown was gone. Since then, our dog has disappeared. I want to file a complaint. I'll call the police in a few minutes. Amy, as you already know, I don't trust these people. Neither the government nor anyone else, and you shouldn't trust them either. We founded our neighborhood watch for such cases. I don't want to see a policeman in Greyhill. Brandon, I want this to stop. The whole thing has been going on for several weeks. After all, several animals have already disappeared, and Grandma Mary is... Oh, we should have already reported it to the police long ago. I know that's a hard case, Amy. The neighborhood watch takes care of it. It's Ryan's turn today. He will visit you tonight during his tour. He isn't an elite soldier, and he wasn't in the Vietnam War either. But you know he played baseball as a professional. He can handle the bat. In addition, you can sleep better at night if you remember that a neighbor is patrolling outside, even if he can't hold on to his wife. Leave him in peace. It's hard enough for him to deal with his situation. Let me finish. Don't tell the policeman anything. Otherwise, we all end up in the psychiatric ward. Are you trying to tell them we think there are little green men running around? Gray, Brandon. They are gray. But Amy, trust me. You don't want to end up in the psychiatric ward. Since that special incident in my childhood, I've spent my entire youth in a psychiatric ward. I've paid a high price to break free. The only way to escape was... I can't hear that anymore. You've told your stupid story 1,000 times. In Vietnam, we went through something like this basically every day. What does Vietnam have to do with it? However, for 2 weeks, I wear my tinfoil hat when I'm going out of the caravan. I believe they can control us through their telepathic abilities. I'm convinced that the hat protects me. Brandon is right. They won't help us. They would rather make our lives hell. But I would still prefer if an officer stopped by here. You know, I almost drank petrol last week. I forgot I put it in a Coke bottle. Bob, shut the fuck up. Amy, I forbid you to call the police. Ryan, you can hear me, right? My daughter didn't talk the whole day. When she was in the forest with your son in the morning, there was a strange noise and Henry was curious about it. He went closer to it. Rachel ran home, but Henry stayed there. Henry went home later, right? What has he seen there? Rude kid. Instead of saving my daughter, he let her alone and she had to run home by herself. Brandon, that's enough. It's been 2 months since his mother left me. Henry still isn't talking to me. He just can't get over it, so mind your business. I'm glad he has your daughter to hang out with. Rachel's a good kid. I was sleeping the past few hours because of my shift tonight. I think Henry came home a few minutes ago. I heard him lock himself in his room. But he's probably just watching TV like always. Anything to avoid talking to his old man. I think he'll come out soon. What? They went to your house together, Ryan. Henry wasn't alone. Definitely not alone. No, Rachel has been home for several hours. You're crazy, Bob. Ryan, you really need to talk to Henry. I know what I've seen. I'm not crazy, Brandon. However, it was very dark. Ryan, just take a look at Henry now. Guys, you need to board up your windows and doors. Now. It
I'll try to rest a bit. That's a great idea, Bob. I'll reach out to the other neighbors, telling them to board up all the stuff just until this shit is over and everything is all right again. The fact is, the government is hiding something from the people. Things like this didn't just happen here in Greyhill. It started with Roswell, but it's been increasing since the 60s. That's the way it is. Oh, Ryan, my kitty cat. Please, look for her during your shift. I'm really lonely without her. Sure. Rachel and Henry are more important right now. But if I could find your cat, I'll let you know. Okay, Bob? I'll try to talk to my kid now, but that's if he'll talk to me. Call me if there's something new. Don't forget to visit us later, Ryan. We'll make some coffee for you. Yeah, sure. Thanks, Amy. Checkpoint. Was für ein brutal langes Intro. Ja, ich hoffe, vom Ton her passt das alles soweit, weil es gibt in diesem Spiel keinen Soundmixer. Ja, also der Ton ist nun mal, wie er ist. Das Einzige, was ich tun kann, ist, das Spiel in OBS bei der Aufnahme lauter oder leiser zu machen. Mehr Möglichkeiten habe ich nicht. Ja, also man kann jetzt hier nicht die Sprache lauter machen und irgendwelche anderen Soundeffekte leiser oder so. Das haut hier nicht hin. Diese Einstellung gibt es nicht. An sich müsste es vom Ton her ganz okay sein. Ich habe das Spiel ein bisschen lauter gemacht, weil es mir ganz am Anfang ein bisschen leise erschien. Ich hoffe, das Ganze haut so hin. So, also, wir sind quasi Mitglied einer Bürgerwehr. Können wir hier draußen irgendwas sehen? Nicht besonders viel. Und anscheinend haben wir jetzt Schicht. Ja, so, was haben wir da? Und na gut, eine Weltkarte. So gut, das Funkgerät, das nehmen wir uns dann mal. Walkie-Talkie. Die Nachbarschaft kommuniziert die meiste Zeit über ein Walkie-Talkie. Jawohl. Rechtsklick? Ne, Rechtsklick haben wir auf der PlayStation nicht, aber ich drücke einfach mal Kreis. Ne. Okay, kann ich hier vielleicht irgendwas anderes drücken? Na gut, dann stelle ich das da einfach mal wieder hin. Können wir hier vielleicht irgendwie mal das Licht anmachen? Sehr kaum was. Wie spät haben wir es? Ja, gleich 10:30. In Wirklichkeit haben wir gerade 0:35 Uhr, auch ganz toll. Ach, guck mal, was haben wir denn da? Ein Buch. Abduction. Ich und meine englische Aussprache. Die Entführung von James Freeman. A True Story. Aha. Abduction. Ja, so wird vermutlich ausgesprochen. Mein Bruder Bob hat in seinem... ich habe dieses Buch in den 80er Jahren gekauft. Mein Bruder Bob hat in seiner Kindheit etwas Ähnliches erlebt. Okay. Ja, legen wir es mal. Was haben wir da? Handkurbel Taschenlampe. Brandon hat mehrere von diesen Taschenlampen aus Vietnam mitgebracht. Wir benutzen sie, weil die anderen Probleme in der Nacht haben. Ich glaube, sie funktionieren wegen der Kurbelfunktion, aber die Dynamo funktioniert nicht. Ah, super. Ja, dann bringt dir die Kurbel halt auch einfach überhaupt nichts. Okay, aber ich kann sie tatsächlich nur weglegen. Ich kann's nicht mitnehmen, weil das Walkie-Talkie und die Taschenlampe wäre ja schon sinnvoll, wenn wir die dabei hätten. Aber egal, welche Taste ich drücke. Ne, es passiert nichts. Ich kann tatsächlich nur Kreis drücken. Und dann lege ich sie wieder weg. So, hallo? Können wir hier vielleicht noch... Zauberwürfel haben wir noch da. Das habe ich vor 10 Jahren bekommen und immer noch nicht herausgefunden. Das habe ich vor 10 Jahren bekommen und immer noch nicht herausgefunden. Da fehlt irgendwie etwas, oder? Naja. Gut, haben wir hier noch irgendwas? Eigentlich nicht. Ich glaube... Ah. Wir haben die erste Trophäe bekommen. Coward. Hide somewhere. Ah, okay, jetzt liegen wir unterm Bett. Okay, interessant. So, ich würde jetzt trotzdem ganz gerne diese Taschenlampe hier nehmen. Gucken, gibt's hier noch... Was haben wir da noch? Eine Bibel. Von Vater Graham. Okay. Na, die hilft uns, glaube ich, nicht großartig weiter. So. Schauen wir mal die Tür. Was ist denn das eigentlich? Ein Teleskop. Jetzt halt die große Frage, wo ist hier die Tür? Wie kommen wir denn hier raus? Ich möchte mal irgendwo... Warte mal, Bretter. Soll ich hier vielleicht... Na, weil es hieß ja eigentlich, wir sollen vernageln, aber das können wir auch nicht.
guck mal, so tut man sich also. Okay, können wir damit irgendwas machen? Nee, da auch nicht. Okay, wir schauen jetzt einfach mal eben in die... Na, Gameplay müsste das sein, oder? So, jetzt schauen wir mal. Verlassen, Taschenlampe deaktivieren, interagieren, genau. Kopfschütteln, was? Aha, Taschenlampe, Revolver. Walkie-talkie, ja. Dafür müsste ich es aber auch natürlich aufnehmen können. Rechtsklick, ja. Wie gesagt, ich würde es halt gerne mitnehmen. Aber ich habe nur die Möglichkeit, Kreis zu drücken. Nach wie vor, was haben wir da noch? Ah ne, das ist der Würfel, genau. Ja, wie gesagt, ich würde jetzt hier ganz gerne raus, aber... warte mal, was haben wir da jetzt noch? Ist das auch wieder ein Versteck? Anscheinend, weil ich bewege mich nicht mehr. Jetzt möchte ich hier aber eigentlich, genau, auch wieder raus. Da im Schrank drin. Ah, gucke mal. Da ist noch eine Tür, die habe ich gerade gar nicht gesehen. Henry, tell me what you saw in the forest today. You should ask Rachel, that crazy girl. Henry, is someone in your room? Is Rachel in there? God, I hope not. She should stop bothering me. What's going on with you, Henry? Tell me. Hallo, who's Junge? There? I'm going to your room, Henry. Stay here. Ist ein richtig spannendes Fernsehprogramm, was du da guckst. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hier, guck mal, ich hock mich mal mit dazu. Komm, wir gucken jetzt hier zusammen Fernsehen. Vom schönen Kamin nach, wie romantisch. So, guck mal. US-Karte, ist hier irgendwo angepinnt, wo wir sind? Natürlich nicht. Hm. Aber ey, ohne Scheiße, ich habe die Tür. Die Tür da eben, die habe ich von hier drin nicht gesehen. Weil es zu dunkel ist, weil ich hier auch nirgendwo ein Licht anmachen kann. Oh Mann, ey. Computer, kann ich dich irgendwie benutzen? Kann ich auch nicht. So, guck mal, was haben wir da noch für ein Buch? Zeitverlust, Losing Time. Von Matt Danger. Menschen, die behaupten, von Außerirdischen entführt worden zu sein, berichten oft, dass sie Zeit verloren haben. Ja. Hier geht es sehr viel um Außerirdische. Hier kommen wir auch wieder nicht weiter. Und ansonsten haben wir hier, glaube ich, wieder nichts. Nun gut. Was haben wir hier noch? Ein paar Bilder, okay. Dann gehen wir mal rauf. USA. Jawohl. Hm. Okay, wir stehen im Licht. Obwohl das hier wird vermutlich nicht das Zimmer von dem Jungen sein. Ein paar Pokale haben wir. Brandons Trophäe. Brandons Trophäen vom Skistand hat er an alle Nachbarn verschenkt, weil er keinen Platz mehr hat, um sie aufzubewahren. Ah, krasser Dude, würde ich sagen. So, haben wir hier sonst noch irgendwas Interessantes? Ein paar leere Kartons. Ist hier sonst in den Regalen irgendwas? Nee. Hm, na gut. Gehen wir mal wieder runter. Okay, da können wir noch nicht raus. So, Brandons Zimmer, wo ist denn das? Guck mal, da ist noch eine Tür, oder? Aha. Mhm. Mit dieser Gitarre stimmt etwas nicht. Ja, das kann gut möglich sein. Someone was in your room. They went out the window. Ach, dadurch, ja? Mhm. Jetzt ist das Licht da noch raus. Was ist das? Manza Manza Soda. Jeder liebt die Manza Manza Limonade. Okay. Mmm, delicious. Okay, unser Hund bellt. Was haben wir da noch? Ciencia. Potuka com Milo for sale, was auch immer das bedeutet. Keine Ahnung. Können wir hier noch irgendwas machen? Na, hier können wir uns wieder im Schrank verstecken. Okay. So, der Hund draußen bellt. Hm. Hoppala. Dann gehen wir mal raus, oder? Ich hoffe, die Tür geht jetzt auf. Ah, guck mal an.
Ist doch okay. Max, stop barking! Who's there? Fuck. Is someone in the shed? Max, be quiet! What the hell? Okay, ich hab L2 gedrückt. Ah. Ich geh mal rein. Okay, ich muss quasi immer wieder L2 drücken, damit... Ich muss immer wieder L2 drücken, damit da die Lampe wieder ein bisschen aufgeht. Okay, Max, hast du irgendwas, um die Tür aufzubrechen? Was haben wir denn da? Da hinten ist doch irgendwas. Ah, einfach nur eine Lampe, oder? Können wir hier vielleicht irgendwie... Na, Holzblätter. Haben wir hier irgendwo vielleicht... Was liegt da an? Baseball? Haben wir hier vielleicht irgendwo eine Brechstange oder sowas in der Art? Hm, hier vielleicht eine Schublade irgendwas? Schublade, sage ich schon. Schubkarre. So. Aber nee, hier ist auch nichts. Da in seiner Hütte ist auch nichts. Aber wir werden hier wohl irgendwas zum Aufbrechen rumliegen haben, oder? Ah, da kommen wir auch nicht weiter. Können wir auch irgendwie laufen? Ah. Oder haben wir hier noch irgendwo irgendwas? Sohn, hast du irgendwas zum Aufbrechen da? So, gucken wir hier nochmal eben, ha? Oben vielleicht? Können wir da irgendwie rauf? Oh! Ah, guck mal. So, aber ich brauche jetzt immer noch irgendwas zum Aufbrechen, ja? Können wir hier vielleicht irgendwie rüberspringen? Können wir nicht. So, laufen wir nochmal eben rüber. Aber nicht. Ich finde hier tatsächlich nichts. Können wir dich irgendwie nehmen hier? Ach Mann, ey, wo ist denn das jetzt? Dieses Alien, das kommt natürlich auch einfach nicht raus, was da drin ist, ne? Schauen wir mal, habe ich hier noch irgendwas im Haus? Ist da irgendwo was? Nee. Ich werde hier wohl irgendwie irgendwas zum Aufbrechen haben. Ah, da ist auch nichts drin. Ah, einen Pokal könnte ich natürlich nehmen. Nicht. Ne, hier drin haben wir auch schon mal nichts zum Aufbrechen. Hier bei mir im Zimmer vielleicht. Ich habe mich eben ganz kurz... Die Bretter natürlich auch nicht. Das bringt alles nichts. Ich habe mich eben im ersten Moment voll erschrocken, weil ich dachte schon glatt, das Teleskop wäre irgendein Alien, das da jetzt bei mir im Zimmer steht. Hat der Junge vielleicht irgendwas? Irgendwas zum Aufbrechen? Ne. Können wir hier auch noch raus? Das sollte ich jetzt nicht tun, okay. Ja, aber Spiel, ich weiß halt nicht, wo hier irgendetwas zum Aufbrechen ist. Ich weiß nicht, wo hier etwas zum Aufbrechen ist. Gucken, hier ins Feld brauchen wir jetzt vermutlich auch noch nicht gehen. Können wir hier vielleicht irgendwie raufklettern, dann darüber. Da. Hm. Ich meine, es wird ja wohl einen Grund geben. Ach guck mal, da ist doch die ganze Zeit eine Brechstange. Oh Mann. Bin ich so behindert? Ich meine, offensichtlich bin ich das. So, komm, jetzt aber, ne? Aha. Hä? Fuck, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Jetzt ist er da hinten. Er ist von alleine runter. Ich muss hier doch... Max? Max! Stay here! Max!
Ist hier irgendwo der Zaun offen, dass ich da auch durchkomme? Max! Max? Sounds like the neighbors are boarding up their windows. I guess I should do the same. Ich glaube auch. We all do the same. Man. Aber Max ist weg. I hope this is over soon. What the hell was that light? Das ist eine sehr gute Frage, was das Licht war. Aber das ärgert mich jetzt gerade so, dass ich diese dämliche Brechstange da schon wieder nicht gesehen habe. Ich bin immer so blind, das ist ja der Wahnsinn. Na gut, Fenster vernageln. So. Dad, it wasn't Rachel, right? Yeah, he locked the door and ran out of the roof. It's okay, he's gone now. But there was a strange light. Look, the TV. It's working now. Top. UFO-Sichtung. Good evening, ladies and gentlemen. Lunatics and conspiracy theorists claim to have seen a UFO. The minority tries to convince other people that the small green aliens are real. The government has checked into this incident and has announced that this UFO, fortunately, is just a weather balloon. This movement that you'll see in a few seconds is just a reflection on the lens of the camera. There is no reason to concern, and don't forget to be aware of the small green man in your backyard. Your Mr. Broker. Mhm. Und jetzt ist wieder. That is not a weather balloon. They're lying. The government is lying and they're trying to hide it from us. Brandon was right. They're already in Grey Hill. We can't talk about it to the police. They'll just lock us up in a psych ward. Dad, we need to get out of this cursed place. I hate this neighborhood hole. Ryan, are you there? I'll go talk to Brandon. The government knows it. Die Regierung weiß es. Natürlich weiß sie es. Wie gehe ich ans Funkgerät? Spiel? Wie gehe ich ans Funkgerät? Hallo? Ich drücke jetzt einfach mal die Tasten. Warte mal, wir gucken jetzt einfach nochmal eben in den Einstellungen nach. Walkie-Talkie ist Pfeil nach oben. Genau. Oder U. Oder wir müssen wir es vielleicht erstmal holen, das Walkie-Talkie, weil das liegt ja eigentlich noch da. Genau, gucke mal. So. I'm here. Ryan, something is wrong with Joe Parson, the farmer, you know? He called me a few minutes ago. He was very afraid. Then the radio connection became broken off by something. He is working on the field near your house. You must check immediately what happened to him. Okay, I'll go check on him. By the way, someone was in Henry's room. They escaped out the window. I almost caught them in our shed, but there was a strange blue light. I'm sure they're here. Pull yourself together. Have you seen the TV news? No one will help us. We're all boarding up our windows currently. I know how to shoot because of the Vietnam War, and you can handle the baseball bat. We will overcome this night and drive to our holiday home by tomorrow. Don't forget how I shot your son's hat off while wearing it when I was drunk at the barbecue last summer. Imagine how I can handle the gun when I'm sober. Brandon! You still have to pay for that. But leaving town tomorrow sounds like a good idea. I'll keep you updated. Over and out. Der Typ ist vielleicht irre. Aber gut, Leute, dann würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal einen kurzen Cut und dann kümmern wir uns gleich um unseren Nachbarn, beziehungsweise ja, den benachbarten Farmer. Ja, dann schauen wir mal, was das Spiel noch so für uns bereithält. Ich bedanke mich dann jetzt erstmal wie immer fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.